Ja, Leute, herzlich willkommen in und auf Hearthstone Arena. Ich bin der DC Steve und Euer Rakshasa. dieses Spiel ist entscheidend, ob sich der Draft rein formal schon mal refinanziert, denn mit 4 Siegen hat man ja seine 50 Gold sicher und dann wäre es so, als hätte man einfach ein Booster Pack gekauft. Ja, und man hat ja mehr Siege als Losses, ne? Ja, genau. Und das ist schon grundsätzlich in Ordnung. Win-Quote über 50% Das haben. ist immer grundsätzlich solide. Also Wobei das auch. ja eigentlich schon wieder gar nicht so schwer Nein, ist in die Hearthstone. Masse hat logischerweise einen Ja, das Siegquotient ist. von unter 50%, was ja Ja, ganz klar ist. das ist ja logisch. Es kann ja nicht Ich jeder finde es irgendwie. immer ganz, ganz lustig, wenn dann Leute kommen und halt ehrlich sind und zum Beispiel sagen, hey, ich habe aktuell immer nur so meine 2 bis 3 Siege und dann gleich und dann irgendwie runtergemacht werden. Also ich habe ja von Anfang an immer 7 Siege gehabt. Wie kann Ja, man das sind dann unter die Leute, 7? die einfach Erfahrung mit Trading Cards Games vorher hatten, Ja, ne? genau. Also wenn ich Erfahrungen vorher hatte, dann kommt man halt relativ schnell hoch. Ich muss sagen, ich hatte auch relativ schnell die Phase gehabt, dass ich meine 4 Siege sicher hatte. So Ja. ungefähr. Einfach weil ich eben selbst auch ein anderes Trading Card Game spiele. Aber eben um diese 7 Siege konstant zu haben. Also ich zum Beispiel habe jetzt noch immer mitnotiert. Ich komme so auf 8 Siege im Durchschnitt. Ja, da musst du schon ein bisschen Übung Und haben, ne? zumindest war es vor Naxxramas so, muss ich an der Stelle dazu sagen. Ich werde jetzt mit Naxxramas habe ich noch nicht so viel. Ja, bei mir das gleiche. Seit Naxxramas spiele ich halt echt weniger als vorher, aber ich würde es wieder ändern, ich habe wieder Bock bekommen auf das Spiel. Naja, bei mir ist gerade, dass ich gerade etwas mehr Diablo 3 spiele. Von Ja, bei mir daher. ist Heroes of the Storm. Ja. Wahrscheinlich zu der Zeit, wo wir es ja ausstrahlen, ist das wahrscheinlich gar nicht mehr aktuell, diese Aussage. Ja, das stimmt wohl. Das wird wahrscheinlich irgendwann irgendwie Oktober, Mitte Oktober sein. Ihr müsst natürlich wissen, wir nehmen natürlich den Draft hier am Stück auf, ist ja ganz klar, weil ansonsten könnte ich ja nichts mehr machen und so und. Genau. Deshalb kommt dann irgendwie die letzte Episode des Drafts, hat irgendwie 1, 2 Monate danach. Das Genau, ist auch der das. Grund, warum die letzte Episode hat auch immer noch ohne Axramas-Karten war. Richtig, aber ich denke mal, an ist nicht möglich, wir bringen ja ungefähr 2 Folgen die Woche Wir müssen und zusammen wollen, Leute. ja, das ist gerade ziemlich wild, was da übrigens gerade passiert. Ja, wir haben Nein, ist es nicht, ja, Multishot. Multishot, ja, richtig. Coin Multishot. Alles easy. Ich bin froh, dass er nicht die unfaire Waffe hatte. Diese feurige Kriegsaxt. Die macht ja quasi ein gutes Krieger-Deck schon fast aus. 3-2 für 2. Der sollte eigentlich eher in unserem Deck sein. Aber der ist gerade ziemlich nervig. Legen wir einfach den Dunkeleisenzwerg hin. Ich bin ja erstaunt, wie oft wir den Dunkeleisenzwerg einfach so hinlegen müssen, aber ich glaube, es muss halt einfach sein. Was soll man sonst machen? Urus möchte ich jetzt nicht legen, der wird eh abgerüstet und den brauchen wir noch für seine Waffen. Wizard, das hat auch Quatsch, Fass macht nichts und einfach nur Schuss, können wir uns auch nicht leisten. Oh, ja. Das ist auch gut, da haben wir den Deckel Shot. Hältst du von Argus und Zwerg läuft auf Drache? Ja. Stimmt, ich hätte zuerst den Deckel Shot im Kopf gehabt, aber das Play ist natürlich besser. Ich denke mir manchmal so, man will den Argus nur mit zwei Kreaturen spielen, aber selbst mit einer ist er noch solide. Ich meine, Also, ja, er ist halt nicht atemberaubend, aber gerade ist halt der Unterschied zwischen dem 5-1er Zorns und ihn halt nicht haben. Das lohnt sich ja quasi schon. ich meine, ich sehe das immer so mit ihm. Eine Kreatur will ich logischerweise buffen. Ja, eine immer, ne? Genau. Und die zweite ist quasi eher dieses nice to have, ne? Genau, und ich meine, jetzt hat er gerade noch eine ganze Karte ausgeben müssen, um jetzt noch den Zwerg wegzumachen, ne? Genau. Hat er wohl gedacht, der könnte ja seine. Ich glaube auch, dass er das vielleicht gedacht hat, aber so Da funktioniert die steht. Karte zum Glück nicht. Ja, da steht ja auch drauf, dass man eine Waffe haben muss dafür. Ja, dann Schmieden, oder? Ja, genau. Boah, Schmieden ist einfach so unglaublich gut, ne? Vor allem im Schurkendeck. Boah, Oh da ja, oh ist. ja, im Die ist Schurke. so unfair im Schurkendeck, Ja. weil. Was ich immer hasse, das passiert mir ständig, dass sie immer neben den Ritter liegt, ne? Und das regt mich dann immer so auf, weil eigentlich würde ich Ritter schon nehmen, weil Ritter Naja, ist aber im Ritter, Schurkendeck nimmt man ja doch den ja. Schurken, Ja, es ist ne? dann immer so ein bisschen so, Ich mach's dann immer davon abhängig, ob ich eine große Waffe habe. So ungefähr. Müssen wir jetzt mit. Wir Nicht müssen. Sounds haben wir leider nicht. Müssen wir Nee. mit Fass schon den wegmachen. Wir legen Buzzard, Hyäne, Fass, oder? Buzzard, Hyäne, Fass. Und mit der Schmieden greifen wir den 3-2er an. Also Und Buzzard Buzzard, wir erst. haben ja noch einen Buzzard auf der Hand und der hat sich ja quasi schon selbst ersetzt, deshalb finde ich es jetzt in Ordnung.
Vielleicht nehmen wir jetzt noch was in die Stauns nach. Oh Gott, das wäre so gut, jetzt alle Stauns nachzuziehen, aber. Ja. Und der geht auf die. Genau. Ich meine, er hat jetzt die Wahl, ne? Wenn er jetzt mit 2-1er tötet, dann haben wir eine größere Hyäne. Wenn er Hyäne tötet, dann muss er noch einen Würfel in 2-1er haben. Und wir haben hier noch einen Buzzard auf der Hand, deshalb war es okay. Ja, es ist schon okay. Okay, hat er auch was für ein Buzzard für den 2-1er wahrscheinlich, aber mein Gott. Ich hörte, ihr habt ein Problem. Oh, oder? Er denkt sich einfach so, Ja, auch nicht, okay. Interessant. Lustigerweise können wir es aber auch nicht bestrafen gerade, ne? Ja, leider. Wir könnten fast auf den 2-5er und dann tödlicher Schuss machen, oder wir können. Nee, wir machen, können noch, machen wir auch. Machen wir ja, auch. Ja, das ist das beste Play. Machen wir auch. Ich meine, den 5er mit dem Deadly Shot wegzumachen, das ist auch einfach das Beste, was man jetzt treffen kann, schon fast, oder? Also abgesehen von irgendwelchen Wear-Spoilern. Das Stealth-Minions kriegt man ja anders eigentlich schon. Und dann den Schuss. Ja, ja, klar. Ich stehe jetzt keinen zweiten Buzzard hin. Ja, schade, dass wir die Schmiede nicht nutzen können, denn. Aber er muss jetzt davon ausgehen, natürlich, dass wir jetzt mit einem Bogen kommen können, der gleich genau. 5 ist. Er scheint aber trotzdem den Buzzard, so viel ist. Ja, der wird von der Schmiedin getötet. Ja, gut, schon das Game, das sieht ziemlich safe aus. Oh, ja. Oh nein. So wie zum Thema safe. Oh ja, safe. Ein Doorstep weniger. Auch gut. Der geht da drauf. Sonnenläuferin und die unglaublich krasse Geheimnisbewahrerin und Schuss und 2-1er geht in sein Gesicht. So, die. Wobei, ne, Moment, der 2-1er könnte den 2-1er von ihm abtauschen, dann muss er nämlich mit dem 4-3er das Gotteschild wegmachen. Und ich meine, das ist auch nur eine 2-1er, wenn er jetzt mit dem Silence. Hat... Ja, ist immer noch safe das Spiel. Sei denn, er macht jetzt hier Ragnaros. Scharmützel. Oder Scharmützel. Scharmützel wäre natürlich auch fies, ne? Ist auch wieder so eine Random-Karte, die ich überhaupt nicht mag. Ja. Weil das ist, entscheidet einfach so oft Spiele, man... Okay. Ist aber okay, weil ich krieg den 4-5 jetzt auch gerade nicht so vernünftig weg. Naja. Vielleicht sehen wir jetzt ein Secret zu fernlesen. Ich bin dafür, dass wir erst einfach mal spielen und gucken, was wir so rauskriegen. Ich glaube, Defender ist best, oder? Defender, ah, Defender ja, sind ja. Ziemlich stark. Stimmt, Defender bufft die Check quasi auch. Und jetzt die Frage nur... Doch 4-1 in 4-3 und Defender zwischen Schmieden und Geheimnisbewahrerin legen, wäre so meine erste Idee. Und dann mit der Schmieden, die dann nach 5-3 ist... So, du meinst so ja. Machen? Ja, genau. Der geht auf Bienen? Ja, ja. Das dazwischen. Ja, ja. Frage, ob er, aber wenn er will, dann dazwischen angreifen, dann wenn er irgendeine Kaiserkobra oder so findet. Ja, der auf den. Ja. Ins Schuss ins Gesicht. Ja. Schluss ganz... einzige gegen das wir verlieren können, sind jetzt echt irgendwelche Legendaries oder so. Oder Gorhau, ne, nicht was gegen Gorhau, weil wir ja noch den Us haben. Zum Glück. Genau, darüber haben wir ja geredet. Ne? Wobei, selbst ohne den Us gewinnen das Spiel wahrscheinlich, weil Gorha halt nicht gut ist, wenn man wenig Lebenspunkte hat, weil man sich dann einfach zu sehr selbst verletzt. Aber gut, wir haben den Us nochmal und freuen uns einfach darüber. Natürlich, muss man schon sagen, wir topdecken quasi gerade einen Us extra, ja. Also, das ist so der von oben. Ich finde, jetzt hätte ein Tooltip kommen müssen. Säurehaftiger Schlamm ist gut gegen Waffen. Genauso vom Innkeeper quasi gesprochen. Ja. Da legen wir den zweiten jetzt einfach noch, auch noch hin. Nee, möchte ich nicht. Okay. Also, es bringt uns gerade irgendwie nicht so richtig. Ja, sag halt einfach, selbst wenn du jetzt einen Random Removal hast, gehen wir immer noch, ne? Aber er wählt den Zoros. Ja. Ja, haben wir doch schon mal das Ziel erreicht, dass wir das mehr als 50% Siege haben. Bin ich schon mal grundsätzlich zufrieden, wenn ich Jäger spiele, muss ich ganz offen zugeben. Ja. Und ab mit jetzt, dem Deck bin ich ja nicht so zufrieden, aber das kann ja auch mehr werden. Ja, ich sag jetzt, ab jetzt ist jeder Sieg mehr Gewinn. Ja, das stimmt. Ich war euer DSD Steve und Rakshasa. Und wenn es will, mal einen Kommentar und einen Daumen nach oben freuen. Tschö, tschö. Tschüss.